Und herzlich willkommen zurück zu Outlaws, diesmal Folge 3. Es sollte jetzt beim Video sich etwas geändert haben. Wir sind im Zug, nachdem wir in der letzten Folge unsere Tochter, wir waren ja zu spät in dem Örtchen, was ja doch echt groß war, wo wir uns leicht verwirrt haben. Verirrt haben, nicht verwirrt. Verwirrt bin ich höchstens. Und jetzt fahren wir mit dem Zug. Man sieht auch denn einen wunderbaren, schönen Pixel-Hintergrund in dieser Landschaft, durch die wir hier die ganze Zeit tuckeln. Wir fahren mit dem Zug. Meine Hoffnung ist ja, dass der Zug etwas übersichtlicher ist. Und ja, die ersten drei Jungs hatte ich ja schon beim letzten Mal erledigt. Und ja, so wie es aussieht, brauchen wir hier erstmal überall einen Schlüssel für. Von daher lassen wir das doch einfach. So, und ja, gehen einfach mal in den nächsten Wagen. Wo wir auch hoffentlich wieder einige der Bösewichte finden werden. Ah. Hier gibt es sogar mal eine Tür, die wir so öffnen können. Und ja, hier brauchen wir schon wieder einen Schlüssel. Schön viel Alkohol ist natürlich auch immer wichtig dabei zu haben. Im Westen. Und auch hier kommen wir schon wieder nicht rein, weil wir hier wieder einen Schlüssel brauchen. Oh, okay, gut. Es gibt also auch offene Wagen. Und natürlich auch auf diesen offenen Wagen gibt es wieder ganz viele Bösewichter. Ja, ich denke, ich sollte hier auf den offenen Wagen sehr vorsichtig am Rand sein, weil meine Vermutung ist, dass wenn man runterfällt, dass das nicht so bekömmlich ist. Und wir sollten natürlich nicht daneben schießen. So, mal eben kurz hier erstmal alles einsammeln und dann mal gucken. Vielleicht hier auch mal oben runter gucken. Könnte sein, dass hier mal was liegt. Da würde ich zumindest extra was verstecken. Ja, haben sie auch. Und geht's weiter nächsten. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel für den nächsten Wagen. Dann müssen wir wohl wieder zurück. Hier vielleicht auch eine Tür ausgelassen. Kein Schlüssel. Hier hatten wir alles schon geöffnet. Eiserne Schlüssel. So. Dann gucken wir doch mal, was wir damit alles schon öffnen können. Oh, so einiges. Ist das ein neues Ge ist das ein neues Gewehr? Nee. Da brauchen wir einen anderen Schlüssel für und. Nein, Munition, gut. Also jetzt haben wir den Eisenschlüssel. Den brauchen wir, glaube ich, da hinten. Ich will trotzdem noch mal kurz gucken. Können wir hier die Tür aufmachen jetzt? Okay. Eine abgesägte Shotgun haben wir aufgesammelt. Ah. Ist auch mal wieder was ganz anderes gleich. Und ein Stahlschlüssel. Okay, und dafür brauchen wir einen Schlüssel. Gut, dann geht es erstmal weiter. Hier hatten wir ja schon alles. Dann müssten wir hier die Tür hier öffnen können. Und, upsa. Okay, gut. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das wirklich meine Lieblingswaffe wird. Das wird sich wohl mit der Zeit zeigen. Natürlich hier für solche kleinen Räume ist die, denke ich mal, ganz gut, weil ja, damit daneben zu schießen, das müsste schon. Das ist schon ein Kunstwerk. Jetzt hier, volle Gesundheit. Sonderlich gut sind wir mit dem Schießen immer noch nicht und auch hierfür haben wir schon wieder keinen Schlüssel. Ja, gucken wir mal eben hier wieder unten runter. Hat ja gerade eben schon erstmal ein Medikit gesehen. Ah, eine Dynamitstange. Auch interessant, dass wir da so runterkrabbeln können. Weiter. Ja, da vorne war da noch einer links. Da haben wir ihn. Oh, hinten sind auch noch böse Jungs. Da war noch einer. Okay.
So, da vorne ist wieder ein Sheriff-Stern. Den werde ich mir auch sofort holen. Ich denke vor, es ist nur mal besser, eben einmal zu speichern, weil meine Vermutung ist, wenn ich hier runterfall. Ah, darauf lastet noch mehrere. Das hat doch sicherlich einen Grund. Oder auch nicht. Gut. Aber immerhin sind wir nicht runtergefallen, das ist ja schon mal etwas. So, dann geht's weiter. Wagen für Wagen. Oh. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung zum vorherigen Level, zum Stadtlevel. Die Wagen sind ja auch alle so ein bisschen, zumindest so vom Tapetenmuster, ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, ich nehme einfach nochmal wieder ja, diese zweilappige Shotgun. The Brass Key, der nächste Schlüssel. Dann würde ich sagen, machen wir noch eben kurz den Wagen zu Ende. Dann geht's auf jeden Fall nochmal eben zurück zum Anfang. Da waren auf jeden Fall noch ein, zwei Abteile, in die wir so nicht rein konnten. Hier haben wir eine Tradition scheinbar. Wahrscheinlich ist es jetzt ja alles total unspektakulär, was ich jetzt einsammle. Aber nachher ist es irgendwas, was schön und nützlich wäre. Ein Brecheisen. Das hatten wir ja schon mal. Da brauchten wir das auch. Recht schnell. Und ich glaube, hier gab es auch noch irgendeine Tür. Da, genau, die hier vorne. Das war jetzt aber der erste. Ja, das war der erste Wagen, also der, den wir angefangen haben. Okay, gut, hier gibt es einfach ganz viele Medikits. Die wir ja dank des niedrigeren Schwierigkeitsgrads ja nicht ganz so häufig brauchen. Gott sei Dank. So, und wir laufen wieder dann jetzt natürlich zum Wagenende. Zum Zugende. Gott sei Dank kann man ja auch recht schnell laufen. So, das heißt, aber jetzt könnte es wieder spannend werden. The door is stuck. Okay. Ja, wir haben es ja gerade erst aufgesammelt. Das Brecheisen. Und das nutzen wir doch dann auch direkt. Mussten wir den überhaupt? So, hier bin ich mir jetzt nicht, ob der böse war. Ah, eine leichte Rüstung. Das heißt, die dürfte wahrscheinlich so ein paar Schüsschen abwehren. So, dann geht es hier weiter. Üblich Abteil für Abteil. Ja, das wollen wir natürlich eigentlich nicht zu Willisten töten. Das tut mir auch ganz furchtbar leid. Oh, das kommt ein Video. Ja, und natürlich waren wir wieder mal zu spät. Wäre ja auch sonst langweilig, sonst wäre das Spiel auch ziemlich schnell vorbei. Interessant, wie sich dieser Schlafsack mitdreht. Wir werden auch schon beschossen. Aber ich denke, es ist einfach mal. Wo werden wir denn gerade beschossen? Ist auch erstmal egal. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, diese Aufnahme erstmal zu beenden. Und es geht dann weiter in der nächsten Episode. Ich sage erstmal bis dann.